Moin moin zusammen, hier ist der Drill. Ich bin gerade in meinem Livestream und ich habe mir heute mal wieder überlegt, dass es doch mal wieder eine schöne Sache wäre, mit einigen von euch zu spielen, meinen liebevollen Zuschauern. Ich werde heute 4 Wingman-Matches spielen. Wir haben ja sonst immer sowas gemacht wie freundliche Wingman-Mates mit Skins beschenken gemacht. Sowas ähnliches machen wir jetzt, aber dass das nicht unbedingt Random-Mates sind, sondern Leute, die ich aus dem Stream auslose. Bei freundliche Wingman-Mates mit Skins beschenken ist es sonst eine AK-Redline, die es zu gewinnen gibt. Heute hauen wir aber mal ein bisschen Peripherie raus. Und zwar gibt es heute eine Maus zu gewinnen. Ich bin ja mit Asus gepartnert und es gibt eine neue Maus. Ich spiele ja schon seit einer ganzen Weile. Schon seit fast 2 Jahren. Die Harp Ace Wireless Maus, die wiegt 54 Gramm. In einem Monat werde ich aufsteigen. Was? Aussteigen? Nein, ich werde umsteigen auf die Harp Ace Extreme. Das ist quasi mehr oder weniger die baugleiche Maus. Mit einem Carbon-Gehäuse. Ansonsten gleiche Größe und Form. Die wiegt 47 Gramm. Und vor kurzem kam noch eine neue Maus raus. Und zwar ist das die Harp Ace Mini. Das ist quasi die gleiche Maus, aber mit einem kleineren Formfaktor. Und das ist diese hier. Ich lege sie mal nebeneinander. Also die beiden sind gleich groß. Und das ist die Harp Ace Mini. Und ich denke, ja, man kann erkennen, dass sie ein gutes Stück kleiner ist. Die wiegt 49 Gramm. Also die normale Harp Ace 54 Gramm, die Extreme 47 Gramm und die Harp Ace Mini 49 Gramm. Ist also für, ja, entweder kleinere Hände gut geeignet oder für Leute, die auch gern etwas mehr aus der Hand spielen können. Weil die kleiner ist, hast du mehr vertikalen Spielraum als bei der normalen Harp Ace zum Beispiel. Und die wird es heute zu gewinnen geben. Ganz neu findet ihr unter Ausrufezeichen Mini im Chat. Einer von euch wird heute eine brandneue Maus gewinnen. Keine Sorge, nicht die, die ich jetzt hier spielen werde, sondern ich habe auch eine zweite. Der Gewinner kriegt eine zugeschickt. Super leicht, wie gesagt, 49 Gramm, Tree-Mode Connectivity, das heißt, ihr könnt die per Kabel spielen, Wireless und Bluetooth, könnt die also auch, wenn ihr zwei verschiedene PC habt, an zwei verschiedenen PCs verwenden. Symmetrische Form, leider nicht für Linkshänder geeignet, weil es die nur mit den Thumb-Tasten links gibt. Was ich sehr mag, sind nach wie vor hier die Riffeln an der Seite, damit man hier einen schönen Grip hat. Und ansonsten eine super schöne, tolle Maus. Und um die werden wir heute spielen, im Wingman. Und zwar habe ich mir das so überlegt, dass ich jetzt 4 Leute aus dem Chat auslosen werde, die mit mir spielen werden. Und am Ende schauen wir dann auf die Scoreboards und ich werde eine random Statistik auswählen, auf die dann geachtet wird und die Person, die dort am nächsten rankommt, die wird die Maus gewinnen. Ihr werdet vorher nicht wissen, was es ist. Und zwar werde ich mir jetzt hier einen Zettel nehmen und ich schreibe hier jetzt was drauf, wie zum Beispiel 10 Kills oder 50 Molotow-Schaden oder sowas. Da denke ich mir jetzt was aus und schreibe es hier drauf. Ich werde den Zettel dann hinter mir hier aufs Sideboard legen, damit ihr nicht nachher sagen könnt, ich hätte hier irgendwie Faxen gemacht. Und am Ende schauen wir uns die ganzen Scoreboards an und gucken, wer am nächsten an diese random Statistik rangekommen ist. Und die Person gewinnt dann eine brandneue ROG Harp Ace Mini. Ich habe es notiert. Ich werde es jetzt hinter mir hier auf meine Asus-Kartons packen. Da liegt der Zettel, den werde ich nicht mehr berühren. Und das machen wir jetzt. Moin. Hallo. Ich habe gesehen, du hast die letzten 2 Wochen nur 0,8 Stunden gespielt. Das ist ein Matchmaking. Was war da los? Ja, das hat dann auch wieder gereicht. Umgehackt worden? Ja. Ja. Gut. Boah. Nice. Wir aimen ab beide. Aber mal schauen. Mein Ziel ist, in 3 der Matches nicht getragen zu werden. Oh, bin ich ein Bot. Wie kommt vor? Einer kommt vor, hat ganz low. Der weit, der andere ist hinten. Ja, schön, Mann. Ich habe auch überlegt, ob ich sowas mache. Die Person, die mich am besten behandelt, gewinnt die Maus. Sodass ich mir so richtig die Füße küssen muss. Aber dann dachte ich, nee, das ist ein bisschen frech. Die Person, die sich am meisten einschleimt bei mir, gewinnt einfach. So, jede Runde fragt, ob es mir gut geht, ob ich noch was zu trinken brauche. Ob ich eine Waffe brauche. Geil, schön. Aber dann dachte ich, nee, das ist vielleicht ein bisschen too much. Ja. Beide wieder voll lang. So, merkt euch die Flash. Bonk, bonk, rein. Ja. Also ich meine, es ist CT-Map, aber wenn die nur eine Runde am Ende haben, ist okay. Oh, geht aber trotzdem ganz gut rein mit der Mini. Okay, wenn man crouchend ins Wasser geht, macht es keinen Step. Ich bin hinter dem. Ich glaube, der ist timed out oder so. Ich weiß, nee, doch nicht. Ich kann den stechen, machen wir nichts. So, ich zeige euch jetzt einen Trick, ja? Die Posi. Und den Winkel halten. Wenn der White Cross, seht ihr genau die Mütze. Oder der eure. Scheiße, ich bin arschgefickt. Aber die Flash merken.
So nämlich mit der Harp Ace Mini. Zack, in Kopf. Ich spiele jetzt mal eine richtig freche Posi. Und zwar kein Troll. Hat mir Kenny S gezeigt. Scheiße. Ja. Ja, deswegen ist Kenny S kein Profispieler mehr. Absoluter Schwachsinn. Sorry, ich habe getrollt. Jawohl, kommt. Hat zwei Hits, glaube ich, noch. Ah, shit. Ah, ich hab auch gechoked, leider. Barrel. Er spielt Farmers. Also gegen. Okay, der spielt unironisch Farmers. Gegen die dürfen wir nicht verlieren. Wasser? Ich glaube, der andere eher Monster. Ja, Monster schon zieht nach links. Ah, shit. Ah, der kriegt einen Fuffi, kriegt der da. Das ist leider genauso wie Nuke. Wirklich eine Quatsch-Map für Wingman, ne? Die ist komplett CT-seitet. Ich weiß nicht, was sie sich bei dem eigenen Wingman-Map-Pool gedacht haben. Die bringen vier Maps raus und drei davon sind 90% einseitig. Ah, schade. Ein Applaus. Nein, shit. Der ist gecrossed. Kurz kommt. Schön, wichtig. Ich guck rechts. Rechts. Alles, glaube ich. No, wie fällt der nicht? 60 in 3? Ich sehe doch nur im Kopf. Ach, shit, das hat er eine Arbe. Ja, shit, schade. Ich schieb's auf die Map, Ja, ja, ja. Aber GG. Okay. Moin. Grüße. Hast du in 9 Jahren schon mal irgendwas gewonnen? Wenigstens eine Sub-Wars-Teilnahme? Gar nichts? Ach, nicht. Ach du Scheiße. Ja, dann jetzt aber ganz viel Glück. Aber das Beste, was du in einer Pistole machen kannst, ist hier... Kennst du die Map überhaupt? Geht. Ich würde hier oben aus dem Fenster rausknallen. Da kommen wir am nächsten an die Gegner. Und abwart. The fuck? Vielleicht sind die durchgepusht auf der anderen Seite. Ich gebe hier mal gegenschleichen. Und von hinten... Ich bin ein fetter Bastard. Im Spawn auf der Treppe links steht er. Hat nur einen Hit, glaube ich. Ich spiele jetzt extrem defensiv. Ich glaube, die kennen die Map. Ah, schade. Ich glaube, die spielen die Map nicht zum ersten Mal, weil eigentlich ist das ziemlich smart, wie die da spielen. Ich habe gleich einen Play. Pushen gegen. Ich glaube, der andere war oben drauf. Oh, shit. Oder? Ach, schon komplett durch, fuck. Mann, was will man heute so genommen hier im Wingman? Ich glaube, der andere ist links von mir. Ne, ist, ja. Vor dir jetzt irgendwo gleich. Ah, schade. Ei. Ach, jetzt kommt der rechts rum. Was ein Timing. Ei. Direkt einen Headshot setzen. Yes. Ah, mal auf CT, ist CT-Map, glaube ich. Der andere, keine Ahnung. Ja, hab ihn. Okay, so, jetzt Monster-Comeback. Der liegt in der Smoke. Abgebrochen. Die haben beide jetzt. Penta down. Der ist hinten. Oh shit, ich hab einen Schuss. Ich hab alles verballert. Der ist oben. Das gibt's doch nicht. Aber outplayed auch perfekt, ey. Scheiße. Die spielen die Map aber auch, als wenn die jeden Tag durchgehen. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Bei mir. Mann, angeblich hat er mich schon gesehen. Schön. In der Smoke, an der Kante. Mann, hat der ein Timing? Machst du nicht. Er macht's. Er kittet einfach durch. Ist das krank? Er liegt einfach hinter der Geburtstagstorte. Schnell Runde, GG. Ja, GG. Oh, das wird für mich aber heute Richtung Adler gehen, wenn das so weitergeht. Moin. Hallo? Ah, jetzt habe ich einen Husten gehört. Hallo? Oh, da ist irgendwas noch fucked. Oh nein. Okay, ich muss alleine erstmal handeln.
keine Ahnung, wo der zweite ist. Ah, ist schön. Also gerade kam ein kurzes Husten bei dir an. Ja, ich musste kurz den Stream ausmachen. Ah, alles gut. Sonst höre ich alles doppelt und dreifach. Wir müssen auf T-Seite, also eigentlich zwei Runden holen, dann ist schon gut. Wenn wir drei oder mehr holen, ist schon, glaube ich, sehr gut. Rechts close und Rampe oben links. Der hat low. Ja, schön. Dark und auf der Schräge. Ja, Nuke darfst du nicht am Spawn shiften. Du musst halt... Was ist das? Du darfst den, halt den Raum nicht geben. Sobald die Zetis hier Raum haben, kannst du es fast knicken. Ah, schade. Fuck, dem habe ich 96 gegeben. Links oben. Der hat, ja, schön. Der andere müsste noch rechts von dir sein. Jawohl, sehr schön. Nice. Vor der großen Doppeltür. Oh Gott, der ist Tür reingelaufen. Steht er da close, ey. Ich dachte, er haltet da in der Ecke. Ich glaube, der schleicht sogar Richtung kleinen Tür durch. Oh, schade. Wir haben, gehst du wieder rechts? Dann gehe ich mal jetzt links die kleine Tür. Der zweite ist dark. Schade. Der steht über Fenster, über der großen Tür. Ah, shit. Ah, ich habe gefühlt keine Runde nach AK kaufen können, ey. Rechts Ramp hat low. Jawohl, schön. Eigentlich müssen vier Runden reichen. Kleine Tür. Hinter Silo. Sehr schön, geil. Oh, nämlich. Der Kleine geht Richtung Große. Gesprintet. Ah, Fenster. Scheiße, und Zeit jetzt. Ah, ich dachte, er hat da keinen Winkel, dass er mich sehen kann. Shit, ich dachte, ich wär hidden. Nein. Schade, aber nice try. Kleiner rein. Und Treppen. Oh Gott, der hat aber zwei, drei Hits, glaube ich. Shit. Schade. Okay, Befreiung, Shotgun. Wie lebt der? Ich dachte, ich hätte einen Headshot gehört. Ich habe doch einen clean Shotgun-Headshot gehört. Schade. Ey. Ich gebe dem 73 in one point blank mit der Shotgun ins Gesicht und der steht. Mal ganz ehrlich, da fühle ich mich betrogen gerade. Ich werde betrogen, ich sag's ja. Hat wieder 5 HP. 63. Schade. Ja, GG. Ich war low, sorry. GG. So, Inferno gegen zweimal den gleichen Spieler. Zweimal Lehrlingen, zweimal MGE. Gegen zweimal Lehrling. Gegen zwei Lehrlinge. Moin. Moin. Wir spielen gegen zwei Lehrlinge. Das müssen wir. Ich will heute mit dem Win beenden. Schau dir die an. Ich würde ins Bett gehen. Ja, okay, dann mach ich lang. Ach, ich hab gewifft. Einer lang, aber nicht beide. Schön. Boah, Brett. Schade, aber nice try. Ach, Kacke. 70 in 2, oh Gott. Ja, mit der HE, das war echt. Ja, Schatz. Die war leider, die hat geklingelt. Shot. Was ist da? Hat sich selbst genadet? Man zeigt doch deinen Kopf. Zeig doch einfach deinen Kopf hier. Lang ist da. Hat Headshot. Ah, sorry. Ja, alles gut. Jawohl, jawohl. Nice. Hallo? Hab keine Info über den zweiten gehabt. Ja, ich hab ihn auch nicht gesehen.
Ja, ist er doch. Bin langsam diesmal, oder Teppich? Habe ich nicht gesehen. Aus? Balcony. Also ja, Apps. Smoke das nach. Dann wird er wohl Boiler jetzt rausgehen. Jawoll, auf geht's. Warte, die kam nicht so, wie ich wollte. Mein Aim auch nicht. Lang einer, aber nur einer. Mit CSGO konntest du da so eine richtig geile Flash machen. Ich glaube, mit CS2 hast du da gar keine Wand mehr, von der du das abprallen lassen kannst. Der andere auch hier. Yes. Okay, 4-4. Können wir holen. Beide Pit. Beide Pit. Das ist natürlich unlucky. Oh, schade. Ach, schade. Nice try. Geil, geil gemoved, aber er duckt sich genau dann weg. Ich poker jetzt voll rein. Ich gehe auf Scout. Ach, Library drin. Hat sich versteckt. Und Grube, hast du gehört? Nice. Einer war close irgendwo. Okay, komm, Tomski. Lass sich unsterblich machen mit der Runde. Sound gefaked. Auch sehr geil. Ah, schade. War ein Headshot sogar noch, oder? Ja, minus 50, aber. Ah, schade. Lang tot. Grube ist frei. Fuck, Boiler. Boah, war das gelackt. Jawohl, let's go. Ah, sind doch gepusht, die Schweine. Oh Gott, im Handy, ey. Sehr geil. Der war Pit. Ich mach mal ein bisschen Trouble. Hat sich Zeit versteckt, sehr schön. Wir kommen zwei noch. Shit, ach Gott, ich hab gewifft lang. Boah. Ja, hat aber ein Brett gegeben. Ah, Grube, links. Ah, schade, schade, schade. Ja, aber waren knapp dran. Ja, sorry. Ja, aber ja, egal. Wir haben, ich habe heute alles verloren. Alles gut. GG trotzdem. Jo, GG. Danke fürs Spiel. Alle 4 Games verloren. 4-mal aufs Maul bekommen. Und einen Rang verloren. Und nochmal Rang verloren. Oh, ich mache nie wieder Viewer Games, ihr scheiß Arschlöcher. So, ich hau jetzt die Maus an einen von euch raus. 4-mal verloren, 2 Ränge weg, nie wieder Viewer Games. Also nochmal, einer von euch Talenten darf sich wenigstens über eine brandneue Maus freuen. Und ich habe ja vorab gesagt, ich habe hinter mir auf dem Zettel eine Statistik aufgeschrieben, die gleich entscheiden wird, wer hier die Maus gewinnt. So, ihr habt die ganze Zeit gesehen, er lag unberührt hinter mir und ich habe aufgeschrieben, es gewinnt die Person, die den höchsten Utility Damage gemacht hat. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich habe mir die 4 Clips aufgemacht und wir werden jetzt mal schauen, wer von den 4, die hier mitgespielt haben, den höchsten Util Damage gemacht hat in diesen Matches und damit diese neue Maus gewinnt. Doja Leti hat einen Utility Damage von 34 gemacht. Danach habe ich gespielt mit 2GoTV auf Memento und 2GoTV hat, oh mein Gott, auch 34 Utility Damage. Das heißt, es könnte hier zu einem Stechen kommen. Dann ging es weiter auf Nuke. Mit I Don't Even Smurf. Wenn der jetzt auch 34 hat, breche ich ab. Doja, nee, hat null. Null Utility Damage auf Nuke. Ein Nulli bei I Don't Even Smurf. Und zuletzt Tomski. Tomski, 33 Utility Damage. Ist das krank. Wir haben zweimal 34 und einmal 33. Okay, wie machen wir das jetzt? Machen wir einen Coinflip? Das heißt, es ist ein Stechen zwischen Doja Leti und 2GoTV. Wir werden eine Münze werfen. Und zwar nicht irgendeine, sondern die 5-Year Veteran Coin von CSGO. So, und ich würde sagen, weil Doja Leti das erste Game gespielt hat, Doja Leti, du darfst entscheiden. Willst du Kopf, das wäre das CT-Model hier, oder Zahl, das wäre die 5? Okay, Doja Leti sagt Zahl.
Zahl für Duyaleti, Kopf für ToGoTV. Und es ist die Zahl. Und damit ganz herzlichen Glückwunsch an Duyaleti. Du gewinnst eine AOG Harp Ace Mini. Ich werde in deine Twitch Whispers reinsliden. Und ja, ich bedanke mich heute für die schönen Games. Dankeschön für den doppelten D-Rank. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch einen D-Rank bekommen. Duyaleti darf sich wenigstens über eine neue Maus freuen. Herzlichen Dank an Asus für dieses wunderschöne Zuschauerformat. Und dann werde ich mich in den nächsten 6 Monaten über 80 Wingman Games hinweg wahrscheinlich wieder auf den Global kämpfen dürfen. Hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Schweine aim, failing there and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim.